Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 25. Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU-CSU mit dem Titel Marktmacht von Tech-Giganten in die Schranken weisen, soziale Marktwirtschaft fit machen für das digitale Zeitalter. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Hans-Jörg Durz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Bundesnetzagentur hat kürzlich eine Untersuchung zu Messenger-Diensten veröffentlicht. Das Ergebnis zeigt, dass kaum ein anderes Produkt so gut geeignet ist, um auf die Probleme der Plattformökonomie hinzuweisen und die Probleme auf den Punkt zu bringen. 93% aller Nutzer von Messengern nutzen WhatsApp, also fast jeder. Warum das so ist, wird jedem schnell klar, wenn er mal versucht, auf diesen Dienst zu verzichten. Der Kontakt zu Familie und Freunden ist deutlich schwerer herzustellen. Ob im Fußballverein oder unter Kollegen, überall bekommt man deutlich weniger mit, kann sich deutlich weniger einbringen. Auf WhatsApp zu verzichten ist in Deutschland möglich, aber kommt einer Art digitalen Quarantäne gleich, nur endet diese eben nicht nach 7 oder 10 Tagen. Dieser sogenannte Login-Effekt, also dass man de facto dabei sein muss, macht digitale Plattformen auch in vielen anderen Bereichen so mächtig und ist schädlich für einen funktionierenden Wettbewerb. Deshalb ist es notwendig, dass Anbieter mit einer überragend großen Marktmacht ihre Dienste so gestalten, dass Nutzer unabhängig von ihren Messenger-Anbietern miteinander in Kommunikation treten können. Schließlich können ja auch Kunden von Telekom, Vodafone oder Telefonica miteinander telefonieren. Diese Interoperabilität ist wichtig, denn der beste Verbraucherschutz ist fairer Wettbewerb. Und auch ein weiteres Problem der Digitalwirtschaft wird am Messenger-Markt deutlich. Die Studie der BNetz A zeigt die schärfsten Konkurrenzdienste von WhatsApp auf. Auf Platz 2 folgt der Facebook Messenger und auf Platz 3 der Instagram Messenger. Sieht so funktionierender Wettbewerb aus? Wohl kaum, denn alle drei Dienste gehören zum selben Konzern. Die Konkurrenten wurden aufgekauft und in das konzerneigene Ökosystem integriert, die Marktmacht damit regelrecht zementiert. Doch solche Killer-Acquisitions sind gefährlich, weil sie die ohnehin schon großen Monopolisierungstendenzen in der Digitalwirtschaft verstärken. Sie gehören deshalb im Falle besonders großer Marktmacht, also für Gatekeeper, reguliert, denn sie killen nicht nur den jeweiligen Konkurrenten, sondern eben auch funktionierenden Wettbewerb gleich mit. Die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft werden somit aus der Digitalwirtschaft verbannt. Meine Damen und Herren, wir müssen hier gegensteuern. Dass wir die Funktionsweisen der sozialen Marktwirtschaft auch im digitalen Raum dringend brauchen, darüber besteht über Fraktionsgrenzen hinweg große Einigkeit. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben wir als erstes Parlament der Welt, sogar mit Stimmen aus Teilen der Opposition damals, einen Rechtsrahmen geschaffen, der digitale Tech-Giganten in die Schranken weist. Und nun hat sich Europa diese 10. GWB-Novelle, also die Anpassung unseres Wettbewerbsrechts, zum Vorbild genommen und will mit dem Digital Markets Act, dem DMA, europaweit einheitliche Regeln für die Plattformökonomie schaffen. Dass diese Regierung die Arbeit ihrer Vorgängerregierung bei der Gestaltung dieses europäischen Gesetzes fortsetzt, das kann man nur begrüßen. Gemeinsam sollten wir nun auch dafür Sorge tragen, dass unsere Errungenschaften auch nach Inkrafttreten des DMA erhalten bleiben. Das Bundeskartellamt ist in ganz Europa wohl die Wettbewerbsbehörde,
der am meisten Expertise und Erfahrung mit der Sicherung des Wettbewerbs auf digitalen Märkten hat. Sie muss deshalb bei der Umsetzung der Regeln des DMA grundlegend mit einbezogen werden. Dafür muss die Ampelregierung in den Verhandlungen Sorge tragen. Zudem müssen Rechtsunklarheiten zwischen unserem deutschen GWB und dem europäischen DMA in den Verhandlungen bereits ausgeräumt werden. Denn es wäre wohl eine Genugtuung für so manchen Tech-Konzern, wenn er das Verfahren bei den Bonner Wettbewerbsbehörden mit dem Verweis auf rechtliche Unklarheiten verzögern könnte. Die GWB-Novelle hat Deutschland zu einem Vorreiter für klare und faire Regeln in der Plattformökonomie gemacht. Der DMA darf bei der Anwendung nicht zum Stolperstein auf dem Weg zu einer sozialen digitalen Marktwirtschaft in Europa werden. Die Kernforderungen dieses Antrags unterscheiden sich nicht wesentlich zu denen, die Staatssekretärin Brandner in der vergangenen Sitzung des Digitalausschusses für die Bundesregierung formuliert hat. Ich sehe deshalb keinen Grund, warum dieses Haus nicht auch diesen Antrag gemeinsam jetzt beschließen sollte. Ich jedenfalls würde mich sehr freuen, wenn wir Seite an Seite für die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft einstehen. Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat nun der Kollege Johannes Arlt für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Der Antrag der CDU-CSU ruft nicht weniger als die Geburtsstunde der sozialen digitalen Marktwirtschaft aus. Mit der Änderung am Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung sei ein Meilenstein in der wirtschaftspolitischen Geschichte erreicht. Und ja, die Begrenzung von Marktmacht von Tech-Giganten auf nationaler und auch auf europäischer Ebene ist zu begrüßen. Ja, die Schaffung fairer Marktbedingungen von Interoperabilität sind zu begrüßen und zu unterstützen. Aber das Wettbewerbsrecht für Tech-Giganten ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite betrifft jedoch die Tatsache, dass die Digitalisierung ein in alle Bereiche der Gesellschaft umfassendes, disruptiv einsickerndes Querschnittsphänomen ist. Deswegen muss die soziale digitale Marktwirtschaft auch infrastrukturelle und soziale Rahmenbedingungen für alle Menschen in Deutschland setzen. Und hierbei sind wir leider keineswegs führend. Was wir benötigen, ist ein digitaler Überschallknall auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und ich möchte jetzt zunächst eine Bestandsaufnahme machen. Anschließend werde ich kurz drei Felder umreißen, bei denen Ihr Antrag zu kurz greift, beziehungsweise die nicht umfasst sind von Ihrem Antrag. Zunächst, bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit steht Deutschland dort im Digital Riser Report 2021 auf dem vorletzten Platz innerhalb der G7. Auch wenn man die Digitalisierung in Europa und Nordamerika vergleicht, steht Deutschland vor Albanien auf dem vorletzten Platz. Deutschland befindet sich bei den Hochleistungs-Internetanschlüssen im letzten Drittel der EU. Nur 3% nutzen leider derzeit Internet via Glasfaser. Wir sehen ein dramatisches Stadt-Land-Gefälle. Und beim E-Government sind wir laut IFO-Studie ebenfalls unterdurchschnittlich. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam einige sinnvolle Dinge auf den Weg gebracht, wie die Bürgernummer als Backbone auch für ein sinnvolles E-Government. Aber das reicht nicht. Für die größte Volkswirtschaft innerhalb der EU sind das insgesamt unhaltbare digitalpolitische Zustände und wahrlich keine wirtschaftspolitischen Meilensteine. Und deshalb benötigen wir endlich den digitalen Überschallknall. Und dazu drei Beispiele. Erstens die öffentliche Verwaltung, das E-Government. 2017 auf einer Veranstaltung des Handelsblatt Wirtschaftsclubs kündigte Peter Altmaier an, Deutschland werde 2021, ich zitiere, die bürgerfreundlichste und anwenderfreundlichste Verwaltung Europas haben. Zitat Ende. Darauf wettete er 12 Flaschen guten Grauburgunder. Es ist jetzt Februar 2022. In europäischen Nachbarländern kann ich meinen Nachnamen digital in einer Verwaltungs-App ändern. Ich kann mich digital von meinem Mann scheiden lassen. Wir können darüber diskutieren, ob wir das wollen, aber es ist möglich.
Und deshalb, Herr Altmaier, wenn Sie uns heute zusehen sollten, ich glaube, es wäre an der Zeit, Ihren Wetteinsatz einzulösen. Andererseits können die Kollegen der CDU/CSU Herrn Altmaier gerne erinnern und Ihren Fraktionskühlschrank ein bisschen damit auffüllen für lange Abende in der Opposition. Die Fortschrittskoalition wird diese Digitalisierungspolitik nun zügig angehen. Wir werden eine umfassende, bürgernahe und bürgerfreundliche, mitdenkende Verwaltung aufbauen. Neue Gesetze werden wir einem Digitalisierungscheck unterziehen. KI-basierte Sachbearbeitung ist in unseren Nachbarländern ebenfalls Alltag, und auch wir brauchen sie. Denn sie ermöglicht uns, Personal dort einzusetzen, wo es wirklich benötigt wird, zum Beispiel den Bürgern neue Verwaltungsverfahren und Technik auch zu erklären und Planungsverfahren zu beschleunigen. Voraussetzungen dafür sind zweitens soziale und infrastrukturelle Rahmenbedingungen. An die neuen Bedingungen angepasste Rahmenbedingungen garantieren den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit einerseits und faire sowie soziale Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer andererseits. Schaffung von Infrastruktur meint zügiger Ausbau des Glasfasernetzes, Entbürokratisierung und Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie digitale Superabschreibung für Unternehmen, die wir einführen werden. Es heißt aber auch die bessere Vermittlung von Digitalkompetenzen an Schulen, lebenslanges Lernen und der wirksame Schutz vor Cyberangriffen. Ein digitaler Überschallknall bedeutet drittens, gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Auch für Unternehmen auf dem Land ist die Internetversorgung essentiell. Und ich möchte ein Beispiel aus meinem Wahlkreis in der Müritz machen. Wir haben dort Dörfer, die haben kein Festnetz mehr, die haben kein Breitband und die haben auch kein Mobilfunknetz. Dort steigen die Leute auf ihren Apfelbaum, um mit der Umgegend Verbindung aufzunehmen. Und das im 21. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Und das muss aufhören. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, die hat einen hohen Bedarf an schnellem Internet, mobilem Internet. Smart Farming könnte eine deutsche Vorreitertechnologie sein. Zweitens, Beispiel ÖPNV. Auf Basis von KI-gesteuertem Ridepooling könnten Rufbusse endlich Zuverlässigkeit und Flexibilität sicherstellen und auch auf dem Land ein Leben mit weniger Auto möglich machen. Drittes Beispiel, Nahversorgung. Dank digitaler Technologien könnten Dorfläden existieren, in denen Bürger rund um die Uhr einkaufen können, mit digitaler Identifikation und Bezahlung, und könnten somit wieder Dorfzentren schaffen, in denen Bürger gerne leben und die nicht in die Städte verdrängt werden. Dies alles gibt es schon, und dies alles könnten Elemente der sozialen digitalen Marktwirtschaft sein. Ihr Antrag ist fixiert auf Tech-Giganten und Wettbewerbsrecht. Dem Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, haben Sie dabei komplett ausgespart. Wie beim Klimaschutz müssen wir jetzt handeln. Eine soziale, digitale Marktwirtschaft braucht soziale und infrastrukturelle Rahmenbedingungen. Sie braucht in einem Wort einen digitalen Überschallknall. Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat nun der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Marktmacht von Tech-Giganten in die Schranken weisen, das möchten die Kollegen von CDU und CSU. So steht es im Antrag. Es ist grundsätzlich richtig, wenn unsere soziale Marktwirtschaft verteidigt wird. Die hat uns nämlich den Wohlstand der früheren Jahrzehnte gebracht. Und noch etwas ist gut in Ihrem Antrag. Sie heben die Bedeutung des Nationalstaats empor. Das Bundeskartellamt scheint Ihnen offenbar vertrauenswürdiger zu sein als das Pendant in Brüssel. Beides sieht unsere Freiheitliche Bürgerpartei genauso. Und daher werden wir Ihrem Antrag auch zustimmen. Allerdings, Ihr Antrag ist zwar richtig, aber aus Ihrem Munde nicht glaubwürdig. Sie berufen sich auf Ludwig Erhard, aber wer soll das der heutigen CDU noch abnehmen? Wer soll das einer Partei glauben, die 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel möglich gemacht hat? 16 quälend lange Jahre, die die freiheitliche Denkweise aus ihrer Partei in weiten Teilen vertrieben haben. Vielleicht fragen Sie sich mal, wie es sein kann, dass man als Kanzlerpartei
in 16 Jahren fast 190.000 Mitglieder verliert, darunter im Übrigen auch mich. Ich helfe Ihnen gerne bei der Fehlersuche. Die Menschen spüren seit langem, dass ihre Worte nicht mehr zu ihren Taten passen. Das trifft übrigens auch auf Ihren heutigen Antrag zu. Wer hat denn in den letzten 2 Jahren mit seiner völlig verkorksten Corona-Politik der von Ihnen beklagten Marktmacht von Tech-Giganten einen enormen Schub verliehen? Warum steht beispielsweise Amazon so glänzend da wie nie zuvor in Deutschland, während viele Einzelhändler vor Ort für immer dicht gemacht haben? Wegen Ihren unnötigen Lockdowns, weil Sie Kunden in Panik versetzt haben, am besten gar nicht mehr das Haus zu verlassen. Die Lockdowns und die unsinnigen 2G- und 3G-Maßnahmen haben viele Händler verzweifelt und auch verbittert zurückgelassen. Diese fleißigen Unternehmer haben sich von ihrer Politik verraten und verkauft gefühlt. Und ihre Kunden haben sie in die Arme von Tech-Giganten wie Amazon getrieben. Der aktuelle Zustand ist also zum großen Teil auch hausgemacht. Deshalb verlassen Sie Ihren eigenen rot-grünen Irrweg und kehren Sie jetzt ernsthaft mit uns und allen freiheitlich Gesinnten hier in diesem Hohen Haus zu politischer Vernunft zurück. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Mike Ausendorf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank zunächst an die Union für die Einbringung dieses Antrags und die Möglichkeit, hier im Plenum über den Digital Markets Act, den DMA, zu debattieren. Der Digital Markets Act ist ein Meilenstein im Kampf gegen die Übermacht der großen Tech-Konzerne. Er bietet eine gute Grundlage, die Marktmacht der Online-Giganten einzuschränken und ein faires und verbraucherinnenfreundliches Internet zu gewährleisten. Es liegt im ausdrücklichen Interesse von Userinnen und besonders auch kleinen Unternehmen, dass die EU nun endlich klare Regeln für die Online-Welt setzt und damit den Einfluss großer Monopolisten begrenzt. Derzeit verhindern wenige große Plattformen und Tech-Player alternative Geschäftsmodelle, auch kleinere und mittelständische Unternehmen, damit diese eine Chance am Markt haben und Verbraucherinnen eine echte Wahlfreiheit haben zwischen verschiedenen Diensten, zum Beispiel anhand von Datenschutzkriterien oder Bedienkomfort. Mit dem Gesetz über digitale Märkte schiebt die EU der Marktdominanz von Google und Co. in der EU endlich einen längst überfälligen Riegel vor. Nun zu Ihrem Antrag von der Union. Einige Punkte haben Sie zu Recht dort aufgegriffen, die wir nachbessern müssen. Aber im Grunde entsprechen die meisten eins zu eins dessen, was schon im Koalitionsvertrag vereinbart ist und auch dessen, was die Bundesregierung, Staatssekretärin Dr. Brandner im Digitalausschuss dargestellt hat. Ich möchte auf einige Punkte im Detail eingehen. Sie haben zu Recht, Herr Durz, die Killer Acquisitions angesprochen. Also das Phänomen, dass die großen Marktkonzerne kleinere Wettbewerber aufkaufen, sobald die eine interessante Lösung haben, die entweder zu einer Konkurrenz heranwachsen könnten oder die andererseits so interessant sind, dass die großen Marktplayer diese integrieren möchten. Und das hat eben auch zur Folge, Herr Alt, Sie haben das angesprochen, die Internetwirtschaft in Deutschland und Europa hängt hinten an, dass immer, wenn ein zartes Pflänzchen wächst, die Konzerne dieses aufkaufen und damit unser Ökosystem kaputt machen. Das ist also ein wesentlicher Grund, warum wir gegen die Killer Acquisitions vorgehen müssen. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag so vereinbart und das entspricht der weitergehenden Positionierung des Europaparlaments gegenüber dem Kommissionsvorschlag. Und da ist die Bundesregierung klar auf Kurs und unterstützt das Parlament in seiner Einstellung und wir sind voll dahinter. Und Herr Durz, Sie haben auch zu Recht angesprochen, und das ist ja auch in Ihrem Antrag ein Kernpunkt, die Interoperabilität der Messenger. Sie haben das eindrucksvoll an Beispielen erklärt. Und da möchte ich nur ergänzen, das ist nicht nur im Sinne der Anwenderinnen und Anwender, sondern das ist auch ein Instrument der Wirtschaftsförderung. Denn dadurch, dass die Anbieter gezwungen werden, ihre Schnittstellen offen zu legen, eröffnen wir Möglichkeiten für kleinere Unternehmen, dort anzudocken und mit anderen neuen Apps und Geschäftsmodellen hier einzusteigen und Innovationen voranzutreiben.
Und daher bin ich froh, dass die Grünen insbesondere im Europaparlament Änderungsanträge in diese Richtung eingebracht haben und sich dort stark einsetzen. Und es ist gut, dass wir da eine gemeinsame Richtung sehen. Sie erwähnen dann auch in Ihrem Antrag die Gatekeeper, die sogenannten Torwächter, also diese Funktion von großen Unternehmen, die es aufgrund ihrer Marktmacht schaffen, kleinere aus dem Markt rauszuhalten. Aber hier ist nicht verständlich, warum Sie da an der doch hohen Unionsmesslatte von 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung festhalten wollen. Wir Grünen setzen uns dafür ein, und das tut auch die Bundesregierung, diese Latte runterzusetzen, damit mehr große Firmen betroffen sind. Denn 80 Milliarden Marktkapitalisierung, das haben auch nicht wirklich viele. Und es gibt durchaus Gatekeeper, die unterhalb dieser Grenze liegen. Also da kämpfen wir dafür, dass diese Grenze abgesenkt wird und mehr Firmen unter diese Regelung fallen. Dann sprechen Sie an, § 19a im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Auch da ist im Koalitionsvertrag ganz klar vereinbart, dass die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten, so steht es dort im Vertrag, mit der Durchführung beauftragt werden sollen. Also letztlich ist es auch kein neuer Punkt. Als letzten Punkt sprechen Sie an, dass die Vorschläge der Kommission zum Wettbewerbsrecht 4.0 Eingang finden sollen. Das ist aber auch nichts Neues. Diese Vorschläge liegen seit 2019 vor, sind teilweise schon in das GWB eingeflossen und gehen im Übrigen auch weit über den Umfang des DMAs hinaus. Zum Beispiel werden dort Vorschläge zum Thema Datentreuhänder und Datenstrategie vorgelegt. Und wenn Sie den Koalitionsvertrag gelesen hätten, da finden Sie schon den Punkt, dass wir genau diese Punkte aufgreifen und an anderer Stelle fortführen. Aber das betrifft eigentlich nicht den DMA. Insgesamt ist also festzuhalten, insgesamt bringt der CDU-Antrag also nicht wirklich etwas Neues. Im Gegenteil, einige Punkte fehlen. Ich könnte die noch weiter ausführen. Jetzt ist nur leider langsam die Zeit zu Ende. Und deswegen komme ich zum Schluss. Der CDU-Antrag ist im Lichte des Koalitionsvertrages und der Positionierung der Bundesregierung im Grunde hinfällig. Dennoch stimmen wir einer Überweisung in die Ausschüsse zu, denn das ist guter Brauch. Und dort können wir im Detail weiter diskutieren, auch die weiteren Punkte aufgreifen, die im DMA zu kurz kommen. Ich danke Ihnen und freue mich auf die Diskussion. Der Kollege Pascal Meiser hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist in der Tat dringend geboten, dass wir hier im Deutschen Bundestag wieder über die gefährliche Machtkonzentration bei den großen Digitalkonzernen Amazon, Google und Co. sprechen. Und ich nehme erfreut zur Kenntnis, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dass Sie unsere Forderung nach einem Verbot von Killerakquisitionen jetzt wieder aufgreifen, damit ebenfalls verhindern wollen, dass große Digitalkonzerne, wie wir es schon gehört haben, gezielt Start-ups aufkaufen, nur um potenzielle Konkurrenz auszuschalten. Doch zur Wahrheit gehört auch, als Sie im vergangenen Jahr die Chance hatten, ein solches Verbot zumindest im nationalen Rahmen zu ermöglichen, da haben Sie gekniffen. Glaubwürdige Politik, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Und auch sonst haben Sie hier in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der SPD leider nur halbe Sachen gemacht, die Konzernchefs bei Amazon, Google und Co. kaum in den Schlaf gebracht haben dürften. Warum zum Beispiel die Benachteiligung anderer Einzelhändler oder erpresserische Vertragsbedingungen auf einem digitalen Marktplatz wie Amazon nicht per Gesetz prinzipiell untersagt sein sollen, das haben Sie bis heute nicht schlüssig darlegen können. Zugegebenermaßen liefert auch die Ampelkoalition bisher da keine erkennbaren Ansätze, die Macht bestehender Digitalkonzerne grundsätzlich in Frage stellen würden. So ist und bleibt es zu kurz gesprungen, wenn man glaubt, alle damit zusammenhängenden Fragen allein mit dem Instrument des Wettbewerbsrechts angehen zu können, gleich ob auf nationaler oder europäischer Ebene. Digitale Plattformen sind inzwischen vielfach zentrale Bestandteile unserer gesellschaftlichen Infrastruktur. Sie bedürfen wie Telekommunikation, Energie oder auch das klassische Postwesen einer besonderen Regulierung und Steuerung. Wir als Linke sagen deshalb weiter, es braucht eine Plattformregulierung, die für verschiedenen digitalen Plattformen die Regeln ex ante, also im Vorhinein klar und verbindlich festlegt. Das betrifft zum Beispiel den diskriminierungsfreien Zugang, das Verbot bestimmter Geschäftspraktiken, aber gegebenenfalls auch die Zugangsentgelte. Und wer sich hier wegduckt und nicht handelt, der versagt. Und ich hoffe, dass auch die Ampelkommission dieses Thema sich endlich annimmt. Wir werden da weiterhin als Linke Druck machen. Vielen Dank.
Nicole Bauer spricht jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sorgsame Ausgestaltung der digitalen Märkte ist die größte wirtschaftliche Herausforderung dieses Jahrzehnts. Und diese Herausforderung braucht offensive Antworten. Bereits heute ist so gut wie jede wirtschaftliche Aktivität in irgendeiner Form abhängig von digitalen Services. Dieser Anteil steigt in den nächsten Jahren sukzessive an. Und digitale Plattformunternehmen dominieren zunehmend die Weltwirtschaft. Deutschland ist ein Innovationsland und wir als Ampelregierung wollen Deutschland wieder zum Wachstumsland werden und deshalb mehr Fortschritt wagen, meine Damen und Herren. Fortschritt entsteht in Deutschland vor allem dadurch, dass mutige und innovative Menschen in unserem Land sich im freien Wettbewerb an ihren Ideen messen können und dadurch die besten Lösungen erzielen können. In der digitalen Wirtschaft ist es tatsächlich so, dass aktuell sehr viele Eintrittsbarrieren existieren, gerade im Falle von datenintensiver Geschäftsmodelle. Die Tech-Giganten kontrollieren die essentiellen digitalen Infrastrukturen und bringen so nur die Gefahr für einen fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen, aber auch für unsere Demokratie. Deshalb unterstützen wir das Level Playing Field, um den Wettbewerb entsprechend zu stärken und setzen uns für ambitionierte Ziele im Digital Market Act ein, insbesondere bei den Interoperabilitätsverpflichtungen und für eine effektive Fusionskontrolle. Denn außerdem wollen wir aber als Ampel nicht nur in diesem Bereich neue Themen setzen, sondern auch den Venture Capital Standort stärken, um wirklich die Spätphasenfinanzierung für diese Start-ups zu ermöglichen. Denn das hilft unserer Volkswirtschaft wirklich. Aktuell werden Tausende von deutschen Start-ups gegründet, aber von internationalen und außereuropäischen Großunternehmen aufgekauft. Seit SAP gab es keinen einzigen Champion mehr aus Deutschland, obwohl Deutschland die meisten Patente auf europäischer Ebene anwendet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Ideenreichtum auch wieder in volkswirtschaftlichen Reichtum ummünzen. Auch hilft es unserer Volkswirtschaft nicht, dass wir immer mehr Bürokratie bekommen und somit die KMU schwächen. Deshalb ist es von essentieller Bedeutung, dass die DMA-Regeln, aber auch die GBW-Regeln entsprechend so eindeutig ausgestaltet werden, dass sie nicht den Wachstum der KMUs entsprechend hemmen. Deshalb ist es aber auch notwendig, eindeutige Definitionen der betroffenen Unternehmen in entscheidender Rolle vorzunehmen. Im Antrag wird ja erwähnt die Grenze des Jahresumsatzes und der Marktkapitalisierung. Wir wollen aber auch klare und scharfe Definitionen setzen, welche Faktoren für ein digitales Plattformunternehmen mit marktbeherrschender Stellung entsprechend ausmachen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Schallmauern, die gesetzt wurden, auch schnell durchbrochen werden können. Erst war es noch die Billionen-Dollar-Bewertung, die in aller Munde war, und später, jetzt, hat Apple und Microsoft ist schon auf dem Weg zur 3-Billionen-Grenze. Und deshalb sollten wir alle wettbewerbsschädlichen Geschäftspraktiken einerseits identifizieren, einen eindeutigen Rahmen schaffen. Denn in der sozialen Marktwirtschaft, und das müssen wir uns vor Augen halten, hat der Staat auch die Rolle eines starken Schiedsrichters. Darüber hinaus müssen wir aber KMUs auch im Hinblick der Digitalisierung weiter stärken, unkomplizierte Förderungen ausbauen, erneute digitale Technologien nutzen. Nur so können wir das Potenzial unseres Landes tatsächlich entfachen. Aber auf der anderen Seite haben wir nicht nur im Wirtschaftsbereich viele Hausaufgaben zu machen, sondern gleichzeitig brauchen wir auch im Bildungs- und Forschungsbereich neue Ausrichtung fürs 21. Jahrhundert, um wirklich die Impulse für eine neue Innovationskraft entfachen zu können. Nur mit der weltbesten Bildung schaffen wir es, dass Deutschland wieder eine führende ökonomische Rolle einnimmt und somit die Spielregeln in der digitalen Welt mitgestalten kann. Vielen Dank. Thomas Heilmann hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger an den digitalen Endgeräten. Der Verlauf der Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Ampel, zeigt leider,
dass Sie den Sinn dieses Antrages von uns nicht unterstützen, und das bedauere ich außerordentlich. Denn warum haben wir den Antrag gestellt und gerade heute zur Debatte gestellt? Weil der DMA eben noch nicht verabschiedet ist im Europäischen Parlament und wichtige Details noch sehr offen sind. Und es wäre ein starkes Zeichen gewesen, wenn dieses Parlament einig über die Grenzen von Parteien, jedenfalls zwischen der Unionsfraktion und der Ampel, gewesen wäre. Weil es werden noch sehr schwierige Verhandlungen werden, die jetzt im März laufen. Und deswegen, Herr Außendörfer, wir diskutieren das natürlich sehr gerne mit Ihnen im Ausschuss. Aber es ist natürlich die öffentliche Debatte und die öffentliche Entschließung, die die wichtigen Fragen wie Interoperabilität, bei der wir, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied haben, deutlich machen. Das ist der Sinn dieses Antrages, und der Antrag richtet sich ausnahmsweise gar nicht als Oppositionsfraktion gegen Sie als Regierung, weil im Gegenteil es ja eine gewisse Kontinuität gibt. Wir in der Unionsfraktion haben vor 2 Jahren, wie Sie wissen, das Konzept Neustart entwickelt, das die digitalen Defizite, die es in Deutschland natürlich gibt, versucht zu beschreiben und Lösungen aufzuzeigen. Eine der Lösungen ist das Thema Wettbewerbsrecht. Und zwar Wettbewerbsrecht im Digitalen. Und ich würde, glaube ich, und auch dazu gibt diese Debatte Anlass, noch einmal ausführen, warum das entscheidende Kriterium ist, um Wachstum in den Unternehmen zu schaffen. Natürlich, Herr Alt, schafft Wettbewerbsrecht nicht den sozialen Ausgleich sofort, sondern es ist ein Instrument zur Wirtschaftsförderung und zur Stärkung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auch das ist in einer sozialen Marktwirtschaft sehr wichtig. Und gerade in der digitalen Wirtschaft ist es so, dass Ordnungsmaßnahmen immer hinterherhinken, weil die Entwicklung von digitalen Produkten auch so schnell geht. Und die Hoffnung, dass die Datenschutzgrundverordnung den Wettbewerb stärkt, hat sich ja bisher jedenfalls nicht erfüllt, obwohl das auch eines der Zwecke war. Und Wettbewerbsrecht ist eben viel stärker für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn wir Interoperabilität bekommen und wenn Sie, so wie wir das meinen, nicht nur für Messenger-Dienste, sondern für die gesamten neuen digitalen Instrumente da sind, dann gibt es mehrere Anbieter zur Auswahl. Und das stärkt die Verhandlungsmacht von kleineren Lieferanten. Jemand hat das Beispiel Amazon genannt. Und das stärkt die Möglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu wechseln. Und damit wird das Schutzniveau höher. Höher, als wir es regulativ jemals schaffen würden. Doppelt nicht in Europa, wo das Regulative ja auch noch einmal alles viel länger dauert, als es etwa im nationalen Rahmen dauert. Und wenn wir jetzt zu den Details gehen, dann würde ich gerne auch noch erläutern, warum Marktkapitalisierung nicht das richtige Instrument ist. Tesla hat eine Marktkapitalisierung, die ein Vielfaches dessen ist, was 80 Milliarden Euro sind. Und sie hatten es übrigens schon, als sie noch gar kein einziges Auto auf der Straße hatten. Das heißt, Marktkapitalisierung ist kein Kriterium dafür, ob jemand marktbeherrschend ist. Man kann übrigens auch mit weniger als 80 Milliarden Euro marktbeherrschend sein. Das heißt, in der digitalen Wirtschaft sehr unwahrscheinlich. Und deswegen, Herr Außendörfer, ist es nicht das wirkliche Kriterium. Man muss immer wissen, den man zum Gatekeeper erklärt, hat unfassbar bürokratische Lasten. Und es ist eben gut denkbar, dass europäische Unternehmen sehr schnell diese Marktkapitalisierung erreichen und wir sie dann in ihrer Entwicklung behindern, obwohl sie gar keine Gatekeeper sind. Ich jedenfalls würde das gerade für die Bereiche der Digitalwirtschaft sagen. Zusammenfassend. Ich fordere Sie auf, Herr Moos, Sie reden ja noch nach mir, wenn wir dieses gemeinsame Signal an unsere europäischen Partnerländer genau in den Trilog setzen. Wir wollen diese Interoperabilität. Frau Staatssekretärin Brandner hat das am Mittwoch nach der Stellung unseres Antrags auch ausgeführt. Und wir sind in dieser Lage mit Ihnen, weil es im fundamentalen Interesse des Wettbewerbes und damit auch der deutschen Unternehmen, namentlich der Start-ups, ist. Vielen Dank. Ich wollte nur sagen, das war es jetzt. Genau, mit der Zeit meine ich jetzt. Ich dachte, es wäre eine Zwischenfrage. Nein, es kam nach der Zeit keine Zwischenfrage mehr. Und wenn eine gekommen wäre, hätte ich sie sowieso nicht zugelassen. Wie Sie schon richtig angekündigt haben, hat der Kollege Falko Moos das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Wettbewerb hat wirklich einen
zentralen Baustein, eine zentrale Funktion in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir arbeiten, weil es eben auch Innovationen fördert, weil es eben dafür sorgt, dass sich derjenige, der sich am weitesten streckt, besonders motiviert vorangeht, eben dann auch hoffentlich mit das beste Angebot unterbreitet. Und das ist eben einer der Kernelemente auch unseres Wirtschaftssystems. Wettbewerb ist dabei klar, ist anstrengend und deswegen liegt es eben auch nicht unbedingt in der Natur aller Unternehmen, um es mal besonders freundlich auszudrücken, dass sie den Wettbewerb auch wollen, dass sie eben den Wettbewerb gerade fördern. Es ist unsere Aufgabe, den richtigen Rahmen für den Wettbewerb zu setzen. Und es gilt auf klassischen Märkten genauso wie auf digitalen Märkten, meine Damen und Herren. Und es ist eben so, dass aber gerade auf digitalen Märkten der Wettbewerb an vielen Stellen etwas anders funktioniert. Dass dort Märkte viel schneller kippen, dass diejenigen, die sich durchsetzen mit ihrem Geschäftsmodell, gerade am Anfang eben dann den ganzen Markt aufnehmen. Es ist beschrieben worden, ein ganz klassisches Beispiel, soziale Netzwerke, Messenger, sind natürlich die, die am Ende all das absorbieren, was dann eben auf dem Markt ist. Nicht, weil sie vielleicht über die Dauer das beste Angebot haben, sondern weil sie eben eine Marktmacht haben, die für andere überhaupt keinen Spielraum mehr lässt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, insbesondere auf den digitalen Märkten das Wettbewerbsrecht passgenau und proaktiv zu machen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das getan mit der Wettbewerbsrechtsnovelle vor einem guten Jahr ungefähr, wo wir als Deutschland ja vorangegangen sind mit dem Paragraphen 19a, dem Herzstück dieser Novelle, proaktiv es geschafft haben, großen Playern hier proaktiv Verhaltensregeln vorzugeben, nämlich bevor die Marktmacht ausgenutzt werden kann, ihnen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Und Kollege Meiser, deswegen haben Sie da ehrlicherweise auch offensichtlich nicht aufgepasst. Wir haben nämlich genau das auf nationaler Ebene geschaffen, dass nämlich proaktiv das Bundeskartellamt aktiv werden kann. Und wenn Sie doch dann einfach schauen, dass genau das Bundeskartellamt gegen all die großen Player gerade Verfahren führt, dann zeigt es doch eben, dass wir hier ein sehr scharfes Schwert auf nationaler Ebene geschaffen haben, was eben sehr wirkungsvoll auch zu verwenden ist durch das Bundeskartellamt. Und deswegen haben wir uns auch in dem Koalitionsvertrag klar vorgenommen, dass natürlich der europäische Markt, die europäische Ebene, der eigentlich noch sehr viel bessere Ort ist, um Wettbewerbsrecht für diese globalen, für diese digitalen Player eben zu regeln. Aber weil wir eben auch überzeugt sind, dass wir mit dem Wettbewerbsrecht hier ein sehr scharfes Schwert geschaffen haben, ist für uns doch völlig klar. Wir haben erstens vor, mit dem Digital Markets Act, der angesprochen ist, einen absolut ambitionierten Rechtsrahmen für das Wettbewerbsrecht für digitale Märkte in Europa zu schaffen. Wir sagen aber eben auch, dass wenn das, was dort geschaffen wird, eben nicht unserem Ambitionsniveau entspricht, dann muss es natürlich auch möglich sein, dass das Bundeskartellamt, dass das Wettbewerbsrecht, das wir hier so proaktiv geschaffen haben, auch weiter genauso gut und effektiv wirken kann, wie wir es eben angelegt haben. Und deswegen gilt beides, europäischen Rahmen zu setzen. Und auch wenn Sie es nicht begriffen haben, ja, das ist der Ort, liebe AfD, für Wettbewerbsrecht, nämlich auf europäischer Ebene. Und gleichzeitig, das ist kein Widerspruch, nationale Möglichkeiten stark zu halten. Meine Damen und Herren, Wettbewerb hat, ich habe es hoffentlich deutlich gemacht, eine wichtige Rolle für uns alle, für unsere Wirtschaft. Gerade auf digitalen Märkten ist es eine Frage von Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher, für kleine Unternehmen. Da hat es eine zentrale Funktion. Und deswegen haben wir mit dem Wettbewerbsrecht auf nationaler Ebene eine gute Grundlage. Und wir werden dafür sorgen, dass wir auf europäischer Ebene mit dem gleichen Ambitionsniveau hier das Wettbewerbsrecht auf europäischer Ebene sicherstellen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 686. Die Fraktion wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen, SPD und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Wirtschaftsausschuss, mitberatend an den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Digitales sowie an den Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Und ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Wer stimmt dagegen? Moment. Ist hier fremd? Ist hier jemand Fremdes? Fremd ist der Fremde nur in der.
Ja, möchte sich jemand enthalten? Damit ist die Überweisung beschlossen. Und zwar mit den Stimmen der Fraktion Die Linke, der Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Union und der AfD mit Einzelnen in anderen Reihen. Und wir kommen zum Zug.